Ja, moin ihr Landratten. Ich will euch noch was erzählen. Ein kleines Video über solche Gebäude wie hier im Hintergrund. Das ist die Deichmühle in Norden in der Stadt, mitten in der Innenstadt. Die ist eigentlich recht gut restauriert. Ist alles dran, auch das Seitenruder oben am Drehkopf. Ja, da erzähle ich euch jetzt gleich was drüber. Hier ist der Ort auch wegen der Sonne ein bisschen unangenehm. Da hinten könnt ihr hinter mir noch eine Mühle sehen. Das ist also so eine Art Zwillingsmühle gewesen. Die hat allerdings sonst keine Anbauten, sondern ist so eine lose stehende Mühle. Die ist auch noch recht gut erhalten. Das ist die Frisia. Das sind die beiden Mühlen hier im Norden. Und zu der Geschichte von Windmühlen kann ich euch jetzt kurz noch was erzählen, wenn ich mich mal ein bisschen bequemt habe. So, da bin ich wieder. Die ziehe ich so lange mal aus. Ja, wie gesagt, sitze jetzt hier neben der Deichmühle. Habe mir gedacht, vielleicht auch mal ganz interessant, vor allen Dingen für die Leute im Süden, die ja sowas vielleicht nicht ganz so häufig je zu sehen bekommen. Ostfriesland hatte ursprünglich mal 174 Windmühlen. Von denen existiert aber noch nicht mal mehr die Hälfte heute. Bei den meisten ist nur ähnlich wie bei uns in Mittelhessen nur die Flurnamen geblieben, Deichstraße, Mühlstraße oder Mühlgraben oder solche Sachen, die sind bei denen übrig geblieben, wie bei uns Burggraben etc. Ja, ich hoffe, ihr könnt mich verstehen, hier ist erstens Wind und zweitens auch eine große Straße nebenan, ich muss trotzdem hier an der Location probieren. Ja, was gibt es Wichtiges dazu zu sagen? Die ersten Mühlen kamen im 15. Jahrhundert nach Deutschland, von Holland aus. Kamen sie nach Ostfriesland und wurden hier aufgebaut. Und ja, diese Mühlen hatten grundsätzlich, war das natürlich eine prima Sache. Man konnte Getreide, Obst etc., ganz viele unterschiedliche Sachen mahlen. Auch natürlich Tiernahrung. Und ja, die Müller, die waren teilweise auch vermögende Leute. Allerdings verschlangen, das stellte man nach einer Zeit lang fest, verschlangen diese Mühlen unendlich viel Unterhaltungsgeld. Das liegt zum einen natürlich an ihrer Bauform. Sie waren damals, guckten sie natürlich weit aus der Landschaft heraus. Weil sie ja den Wind abkriegen mussten. Und dabei waren sie natürlich extrem blitzgefährdet. Und so sind viele, viele Blitzeinschläge bekannt bei den Mühlen. Die meisten Mühlen, die hier stehen, bei den zwei habe ich es jetzt nicht nachgelesen, aber bei den meisten, die sind wieder aufgebaut worden und wieder eingeschlagen und wieder aufgebaut worden. So ging das, sage ich mal, fast zweimal in einem Jahrhundert. Und das war für die Müller natürlich dann extrem teuer. Deswegen wurden die oft verpachtet oder auch. Ja, so war das. Und extrem gefährdet ist natürlich bei dieser Bauform oben nicht das unbedingt das Rad. Das Rad an sich hat das Problem, dass es den Kopf vom Kopf gehalten wird und dadurch den Kopf einseitig zu einer Seite wegzieht. Und bei den Stürmen, die hier herrschten, war es halt eben so, dass der Kopf wirklich, der Drehmechanismus oben im Kopf wirklich das Gefährdete war. Und deswegen oft der Kopf herunterfiel und dann die Windmühle halt eben großen Schaden hatte. Und dann, wenn man sich die Bauform anguckt, ich hänge euch noch ein paar Bilder hinten dran. Maurer wurden hier sehr viel gebraucht, natürlich die Klinke aufeinander zu setzen. Dann Zimmerleute, die den ganzen Kopf, den Dachstuhl und auch die Balustrade und alles gezimmert haben. Und natürlich Dachdecker, die alles dann eingeschiefert haben. Also da war schon viel, viel Technik dabei und es hat viele Jahre gedauert, so eine Windmühle zu bauen zur damaligen Zeit. Heute geschäftsmäßig im Betrieb ist natürlich keine mehr von denen, längst alles abgelöst. In Holland weiß ich, da gibt es noch einige Windmühlen, die dazu da sind, um Pumpen zu betreiben, um das niedrig gelegene Marschland zu entwässern, damit das genutzt werden kann. Aber hier bei uns in Deutschland läuft keine mehr gewerbsmäßig. Das sind oft Museen, oft auch in privater Hand.
und lassen sich öffentlich auch eigentlich gar nicht mehr halten. Dann werden, wenn Reparaturen zu machen sind, werden von öffentlicher Hand, von den Gemeinden, den Kommunen etc. Geld dazu gegeben, damit die Privateigentümer dann auch den Mumm haben, da wieder was rein zu investieren, weil so ein Ding zu unterhalten kostet natürlich eine Menge Geld. Und wenn ihr euch dann vorstellt, hier die beiden, die sich in meinem Blickbereich hier befinden, die haben noch große Windräder dran, aber die zu unterhalten und vor allen Dingen, wie gesagt, ziehen die ja an dem Kopfgetriebe oben dran. Die zu unterhalten ist sehr, sehr aufwendig und teuer. Deswegen sind viele dieser Windmühlen ohne Rad oder manche nur mit einem kleinen angedeuteten Rad. Dann ist quasi nur noch die Grundform da, damit das Ganze etwas entlastet wird und einfach günstiger ist zu unterhalten. Manche sind wie gesagt, als Museum kann man reingehen, haben wir vor 2 Jahren schon gemacht, deswegen brauche ich das dieses Jahr nicht. Aber es ist interessant, über diese Baudenkmäler nachzudenken. Hier, das sind 2 recht hohe. Die gibt es 2-geschossig, 3-geschossig, 4-geschossig, je nachdem, was gefordert ist. Ist Wald in der Nähe, sind Bäume in der Nähe, dementsprechend hoch haben die damals gebaut. Ja. Und wie gesagt, in den letzten 100 Jahren, zwischen den 2 Weltkriegen, sie haben die meisten ausgedient und wurden dann nur noch als Schaustücke gebraucht. So ist das bis heute geblieben. Das sind also schöne Baudenkmäler. Ich hoffe, wir können es uns in Zukunft noch erlauben und leisten, solche Dinge, solche tollen Monumente am Laufen zu halten. Ja, das war kurz meine Einlassung dazu. Die meisten von euch interessiert natürlich, was macht der Peter hier? Der raucht in einer Lorenzo Scala, ein Geschenk eines ganz, ganz lieben Freundes von mir. Da bin ich unendlich dankbar für diese Form. Ja, die ist so unglaublich, oder? Da rauche ich drin den Indaba. Ja, habe ich in einem anderen Video besprochen. Ich weiß nicht, ob hier das zuerst kommt oder das andere, das werdet ihr dann sehen. Ich gehe jetzt ein bisschen noch durch die Innenstadt und dann gleich zurück zur Wohnung. Das sind noch mal 5,5 Kilometer zurück. Man kann ruhig mal ein bisschen laufen im Urlaub. Hat Spaß gemacht. Danke, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant für euch. Macht gut. Und wie gesagt, es kommen gleich noch ein paar Bilder. So, Freunde, und das ist die letzte der Windmühlen, die ich euch zeigen möchte. Also sind eine Anzahl 3. Und das hier ist die höchste deutsche Windmühle nach all der Bauart natürlich. Die heutigen Windräder sind ja alle viel höher, sind auch keine Mühlen mehr. Hier, das ist die höchste deutsche Windmühle. Die hat bis auf die Kappe oben drauf über 30 Meter und hat 5 Geschosse und steht in Hage. Die wurde extra so hoch gebaut. Jetzt kommt ein Schlepper, Achtung. Ich habe nachgelesen, die wurde extra so hoch gebaut, weil hier angrenzend ein Wald ist. Und dann musste die extra hoch gebaut werden, damit sie halt eben Wind abfangen konnte und arbeiten konnte. Und diese Mühle ist tatsächlich, ich glaube, gelesen zu haben, 3 oder 4 Mal neu aufgebaut worden. Wegen Blitzeinschlag, wegen Brand und so weiter. Wie ich euch erzählt habe, alles relativ schwierige, traurige Kapitel. Aber es ist ein schönes Monument, das kann man sagen. Und da seht ihr auch, das sind die Flügel, die Rotorblätter, einfach schon gekürzt, einfach nur noch angedeutet dran, damit das Ganze halt eben nicht mehr so gefährdet ist. Nur der Vollständigkeit halber, aber ein schöner Bau. Ich zeige es euch nochmal von der anderen Seite. Ja, ein ganz, ganz tolles Teil. Finde ich sehr, 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 sehr schön. Ist auch privat, kann man, glaube ich, auch besuchen. Bewundernswertes Bauwerk, finde ich persönlich. Riesig. Und da haben sie ausgestellt 2 Mühlsteine. Finde ich auch sehr schön neben dem Eingangstor, dass man das noch mal sehen kann.
Das hier kennt auch, das Produkt kennt aus Norden wahrscheinlich jeder von uns. Wie hieß das früher? Ich weiß gar nicht, ob das heute noch haben. Männlich, markant, dreifach gebrannt. Nicht politisch korrekt, aber doch eher was für die härteren Typen.